Gra, Eindringlinge und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu No Man's Sky. Ich habe mal wieder eine Basis besucht und zwar von einem Spieler, der seine Bilder bei uns auf dem Discord-Server gepostet hatte. Und Leute, macht euch auf was gefasst. Die Basis, die sprüht nur so vor Einfallsreichtum. Es ist nicht die hier. Das ist meine Basis, sondern ja, ich würde sagen, kommt einfach mal mit und ich zeige sie euch. Los geht's. Ich muss das Video leider nachvertonen. Ich hatte zwar die Erlaubnis, unsere Gespräche mit dem Video zu lassen, aber wie immer im No Man's Sky Multiplayer waren die Gespräche so leise im Video, dass sie schlichtweg nicht zu verstehen waren. Deswegen vertone ich das nach. Ich schneide auch meine Sprachfetzen raus. Sollte also zwischendurch mal der Spielsound fehlen, dann liegt es genau daran. Dann habe ich das kurze Stück des Videoclips einfach stumm geschaltet, denn meine Wortfetzen machen natürlich ohne die restlichen Gespräche absolut keinen Sinn und das hörte sich wirklich blödsinnig an. So, hier sind wir also angekommen in der Basis unseres Gastgebers. Den Namen habe ich gerade vorhin eingeblendet. 10011001. Ja, der heißt wirklich so. Und er hat uns die Bilder gepostet auf meinem Discord-Kanal. Wenn ihr also gerne mal die Basis besuchen wollt, er hat nämlich gewünscht, dass ich seine Koordinaten nicht zeige, dann müsstet ihr bei uns auf den Discord-Server kommen und könnt euch dort dann mit ihm absprechen und einen Besuch vereinbaren. Hier haben wir zum Beispiel das erste schöne Detail, ein Brunnen mit Wassereimer und Zugvorrichtung. Sein Schiff hat bewegliche Schiffsschrauben. Diese Idee fand ich total genial. Das sind diese Windmesser, die ihr euch in die Basis stellen könnt. Und die hat er einfach mal quer gebaut und hat daraus Schiffsschrauben gebastelt. Es gibt eine geschmackvolle Einrichtung im Inneren des Schiffes. Es ist alles noch nicht hundertprozentig fertig, aber nahezu fertiggestellt. Es kann also sein, dass da noch ein paar Kleinigkeiten dazukommen, die ihr jetzt im Video noch nicht seht, aber wenn ihr die Basis besucht, eben dann sehen könnt. In der Nähe des Schiffes wurde eine schöne Pyramide gebaut und hier kommt mir gerade der Padde entgegen. Der war nämlich zufällig auch gerade dabei, die Basis von 10011001 zu besuchen. Und den habe ich natürlich erstmal höflich gegrüßt, wie sich das gehört. Und hier ist schon die nächste Überraschung, der Eingang zur Pyramide. Sehen wir gleich im Detail nochmal, aber erstmal einen Kameraschwenk über die Pyramide. Und unser Gastgeber hat erzählt, dass er zuerst eine komplette Pyramide, also eine glatte Pyramide gebaut hat. Dann hat er sie wieder zurückgebaut, Teile entfernt, andere Teile dazu gebaut und so nach und nach die Form verändert, bis dieses interessante Gebilde dabei rauskam. Und ich finde die Idee einfach genial. Das sieht schon echt mächtig schick aus. Wirklich, die ganze Basis sprüht vor Ideen. Ich kann euch gar nicht alle Details in diesem Video zeigen, sonst wird es eine Stunde lang. Am besten, ihr ballert da selbst mal hin und guckt euch das an. Hier noch ein bisschen Glitch-Building. Hier wurden die Beschleunigungsfelder von Exo-Fahrzeug-Rennbahnen verwendet, zu einem Kreis geformt und bilden so ein wunderschönes Designelement in dieser Basis. Das sieht wirklich richtig genial aus, sagt mal selbst, oder? Einmal noch ein Kameraschwenk mit Komplettansicht der Basis und ich finde die Idee der Verwendung dieser Gebäudesegel als Segel für ein Schiff, finde ich genial. Einfach nur genial. Ich bin völlig von den Socken von dieser Basis und das ist wirklich ein sehenswerter Bau. Hier kommen wir jetzt nochmal zum Eingang der Pyramide und ja, da hat er einfach eine Wand genommen mit dem runden Fenster und hat die Wand so vergrößert, dass man durchs Fenster durchlaufen kann und begrüßt wird man dann gleich noch von einer automatischen Falltür. Also eine geniale Idee nach der anderen. Hier sind wir auf der Brücke inklusive Steuerrad und Schaltzentrale und jetzt machen wir uns mal auf den Weg nach oben zur Aussichtsplattform und da kommen wir über eine kleine Brücke hin und dahinter ein versteckter Kurzstreckenteleporter und schwupps, schon stehen wir innerhalb der Pyramide oder des Gebäudes und ein ganz besonderes Schmankerl fand ich dort, den selbstgebauten Jacuzzi. Man hat nicht nur eine wirklich tolle Aussicht über die Basis von hier oben,
Da kann man sich alles schön anschauen und kann ein bisschen chillen hier oben. Aber der eigentliche Clou dieses Jacuzzis, den seht ihr jetzt gleich in wenigen Sekunden. Man kann sich nämlich hier wirklich reinsetzen. Zuerst steht man auf einer Glasplatte und wenn man sich setzt, dann sitzt man im Wasser. Wie geil ist das denn? Also wirklich geniale Ideen in dieser Basis. Ihr müsst euch die einfach anschauen. Wie gesagt, kommt auf den Discord und holt euch den Freundescode von unserem Gastgeber. Wunderschöne Designelemente wurden ebenfalls verbaut in dieser Basis. Da ist natürlich Glitchbuilding nötig. Wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, dann schaut ein paar Videos auf YouTube. Da gibt es Leute, die können das sehr viel besser als ich. Ich kann es nämlich so gut wie gar nicht. Und eine Etage tiefer kommen wir jetzt zu dem, was ich Feen- oder Wunschbrunnen nenne. Weil auf mich wirkt das einfach so. Das ist einfach traumhaft gebaut. Ein querliegender Teleporter. Ja. Also wirklich, man kann nur staunen, auf was für geniale Ideen manche Leute beim Basisbau kommen. Also hier nochmal ein wirklich großes Kompliment an unseren Gastgeber. 1001 1001. Ja, ich musste den erst auswendig lernen, sonst hätte das nicht geklappt im Video. Hier kriegen wir nochmal einen Kameraschwenk von der Aussichtsplattform aus und jetzt muss ich mich schon fast schämen, wie schlampig ich meinen Grinch da unten geparkt habe. Der verschandelt den ganzen Ausblick. Das tut mir total leid, aber naja, habe ich beim Anflug eigentlich nicht nachgedacht. Es schweben hier und da noch ein paar Teile in der Luft rum. Wundert euch nicht, das ist Absicht. Das sind nämlich Referenzbauteile, die der Gastgeber braucht, um eventuell weitere Teile zu seiner Basis hinzuzufügen. Und die dienen ihm natürlich als Ausgangspunkt, damit das dann nachher auch alles wunderschön zusammenpasst. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit dieser Glitchbilderei. Wenn man die Teile dann wirklich passend zusammenbauen möchte und dann helfen eben diese Referenzbauteile, die da in der Luft schweben. Die werden natürlich später dann, wenn die Basis komplett fertig ist, entfernt. Und hier kriegen wir nochmal einen Ausblick auf die Aussichtsplattform von unten. Der Ausguck beim Segelschiff, der ist übrigens nicht nur Deko, da kann man tatsächlich rein und das mache ich hier. Land in Sicht! Ja, echt einfach. Also so viele liebevolle Details in dieser Basis. So, und jetzt ist dunkel geworden. Das heißt, ich möchte euch nochmal mit einem kleinen Kameraschwenk nochmal die stimmungsvolle Atmosphäre zeigen. Er hat hier sehr viel mit Lichtinseln gearbeitet und mit indirekter Beleuchtung. Und die leuchtenden Pflanzen auf diesem Planeten, die tun das Übrige dazu, zu dieser wirklich traumhaften Stimmung in dieser Basis. Muss man einfach selbst gesehen haben. Das Video kann das gar nicht so richtig wiedergeben, glaube ich. Auf jeden Fall alles wirklich wunderschön gebaut. Und wir schweben jetzt noch mal einmal durch die gesamte Basis hindurch, denn unser Basisrundgang neigt sich dem Ende zu. Wie gesagt, wenn ihr diese Basis besuchen wollt, kommt auf meinen Discord-Server. Der Link dazu, den findet ihr in der Beschreibung des Videos. Und dann könnt ihr dort mit dem Gastgeber einen Besuch absprechen. Er wollte einfach nicht seine Koordinaten so komplett öffentlich machen. Also, das war's für heute mit dieser Basis. Ein wirklich gigantischer, geiler Bau. Mir gefällt die super gut. Bis zum nächsten Video. Wünsche ich euch eine gute Reise. Tschüss!